mal was kochen. Also, einmal hier ran. Jul. So. Wo ist das Meat? Fell. Leder. Ah, hier ist das Meat unten. Okay. Lightfire. Blueprints, Bridge. Create Item. Was ist das? Bambussuppe. Boah, kann ich nicht einfach hier mal Fleisch rüsten oder was? Warte mal, Feuer aus. Charcoal. Okay, könnte ich auch machen. Boah, ich gucke nochmal nach, ob ich auch mal eine andere Flamme machen kann. Schauen wir nochmal nach. Cook it meat. Campfire. Ach, okay. Okay. Also, Campfire. Wo ist er hin? Hier ist er hin. Craften, danke. Das heißt, einmal hier runter. Danke sehr. Jetzt wird der Hunger langsam immer schlimmer. Das ist ja schon eine Katastrophe hier. So, Exzess. Mal das hier rinpacken. Dann das Fleisch darin hier packt. Oder einfach anklicken. Okay. Was ist los? Light Fire. Ach so, okay. Craft all 5. Okay. Ach ja. So, dann packt er mir das hier rin. Dann kann man mal gleich das essen. So, ah ja. Besser. So, nicht ausmachen, anlassen. Ah, so. Wo war's das, oder? So, das war's wohl, wa? Ja, mehr ist was nicht. So, okay, dann können wir ihn ausmachen. Muss ja nicht anbleiben. Dann können wir noch mal was essen. Dann warten wir mal, dass die Futterei hier ein bisschen klappt. Und schon sind wir wieder leer, oder was? Das ist ja. Oh, was sind das? Konsole. Ah, Tabulator. Okay. So, dann machen wir das hier mal weg, weil wir das eh nicht hier effektiv essen können. Beziehungsweise, ihr könnt das. Warte mal, das sind das hier oben hier. Fiber, Fiber, Fiber. Okay, davon haben wir viel. Das ist in Ordnung. Dann sollten wir mal einmal ein bisschen auf die Jagd gehen. Ein kleiner Patchy. Ob kleiner ist gut. Level 69 ist ja super geil. So, dann haben wir hier einmal ein bisschen Meat. Dann werden wir nochmal weiter jagen gehen. Danke sehr. Passt. So, ja, den wollen wir lieber mal nicht machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Der kleine Käfer hier. Ah. Na, prallt der immer noch ab oder haben wir jetzt mittlerweile auf den auch Effekt? Sieht so aus, als hätte keinen großen Effekt hat hier, ey. Nö, das hat irgendwie keinen echten Effekt. Okay, dann lassen wir ihn sein.
Jetzt können wir den hier schon mal füttern. Tämen wir uns mal den hier. Hui. Kampfmusik noch volle Action hier. Taming, taming, taming. Oh ja. Kleines Tierchen. Können wir wieder füttern. So. Du hau mal hier ab. Kleiner Dodo nochmal. Ja, nochmal ein bisschen Meat. Bisschen Leder. Wo ist das Tierchen hin? Da ist es. Oh, ne, so aus den Augen hier verlieren. So, dann auch nochmal gefüttert. Komm mal her, du Kleiner, hä? Du hast doch bestimmt gleich nochmal Hunger, ne? Natürlich hat er Hunger. So. Er nennt sich definitiv Fluffy. Jetzt haben wir irgendwie den Uffi gesammelt. Ach, jetzt haben wir den auf den Hut. Ah, okay. Wir haben den jetzt auf den Hut sozusagen, auf den Kopf. Ist ja niedlich. Ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwie so gedreht machen können. Sag mal. Ich habe gehofft, dass wir hier irgendwie so eine Sicht haben können, dass wir die so ein bisschen... Nee, auch nicht. Nee. Dass wir sozusagen mal das von vorne betrachten können, ne? Aber ist leider irgendwie nicht. Schade. Gut. Weiter jagen. Genau. Einmal nochmal Meat. Einmal das dann nochmal. Das ist nochmal Meat. Danke. Dann halten wir nochmal Fiomas. Ja, kleiner Fioma hier. Ich hab Hunger. Komm mal her. Du darfst mir sozusagen zum als Essen dienen. Danke. Sauber. Jetzt gehen wir mal richtig kochen. Kochen, 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 kochen. Das heißt einmal hier hin, einmal da ran, einmal dort ran. Hoppala, Excess Inventory. Craft All, danke. Juhu! Es läuft. Musste ich mal kurz mal strecken. Oh Gott, meine Knochen, schwere Not. Boah, irgendwie echt übel heute. Aber so schön. Ah, lecker essen. Time remaining. Ah, da steht, wie viel Zeit der insgesamt braucht. Okay, ich verstehe. So, dann wollen wir mal hier... Ah, da ist 15 Plätze drin, ne? Das ist die Wood-Geschichte. Das kann ja mal raus. Das kann mal raus. Dann haben wir nochmal eine Primitiv-Torch. Das kann auch nochmal raus. Davon habe ich jetzt leider ein zu viel gebaut von diesem Portal. Leder, ja, das behalten wir mal hier so mal drin. Das ist das Baumaterial. Wood Selling nochmal. Dirt. Dirt. Clay. Das ist Dino AA. Hat hier jetzt auch unterschiedliche Dauer. 51, 30. Nochmal nachgucken. Wo ist die Dino AA geblieben? Warte mal. 7, 16. 7 noch was. Bleibt dabei, okay. Wo ist die Dino AA jetzt geblieben? Ach, die ist mir jetzt in das Inventar gerutscht. 51 noch was. Also in der Kiste hält das nicht länger oder kürzer. Das ist genau gleich. Okay. So, da kochtete. Ist in Ordnung. Vielleicht nochmal ein bisschen Holz besorgen. Bisschen Holz ist generell... Oh, Leuchtkäfer, cool. Geil ist das denn? Dahin ist dann auch nochmal Holz. Und dann sollten wir uns vielleicht langsam mal um so ein Patchy kümmern oder sowas. Damit wir hier mal ein bisschen mobil unterwegs sind, ja. So. Machen wir dann als nächstes.
Aber immer ein bisschen Holz möchte ich schon dabei haben. Man weiß ja nie. So, wo ist der Patchy? Da ist der Patchy. Den nehmen wir einfach mal mit. Tämen wir den auch mal. Geil, finde ich die Zeichnung da unten mit diesem zusammengerollten Schwanz. Das sieht so geil aus. Oh Mann, die haben echt schon krank geile Ideen. Oh, mein Level 16 ist definitiv höher. Oh Gott, ich habe selber langsam wieder Hunger. Ja, oh, der ist schon echt putzig. Ah, kleiner Patchy. Ja, 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 ja. Sammeln wir mal einfach mal hier zwischendurch ein bisschen was, wenn wir schon mal da sind. Ne? So, dann nochmal. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Ja. Einmal müssen wir noch. Und dann nochmal. So, den ganzen Jungen nennen wir einfach mal Pet. Und dann ist schon mal in Ordnung. Hallo, Herr Pet. Ich sag mal, dass wir erstmal ganz kurz mal reingehen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nur ein bisschen Hunger essen habe. Pickup, was ist denn das? Decomposed Dodo-Ei. Ich werde mal lieber die Eier liegen lassen. Jetzt im jetzigen Moment, weil ich nicht weiß, inwiefern das gesund ist, wenn ich die mir einfach mal so schnappe. So, ist da noch was am Kochen? Ich schätze mal ja. 6, 6, 6. Da geht was anscheinend magisch auch hoch. Dieses Fläschchen da oder wofür das ist? Keine Ahnung. Wofür soll dieses Fläschchen gut sein? Man weiß es nicht. Okay, wir haben gegessen. So, jetzt wollte ich mal gucken nach den Sattel. Nach den Sattel. Ist das dieser Patchy-Sattel? Genau, Patchy-Sattel. Einmal craften. Danke sehr. Dann gehen wir mal hier ran. Equip Sattel to ride. Ja, Sattel. Da haben wir auch nochmal Kostüm. Show all. Keine Ahnung. Wird schon passen. Ja, right. Und da sind wir hier im Mobile unterwegs auf einem Patchy. Okay. Ich bin mein Speer losgeworden. Kann ich ihn nicht nochmal aufsammeln oder so? Anscheinend. Jetzt ist er wieder da. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Right. Mhm, außenansichtlich. Das sieht schon. Das hat jetzt ein bisschen was von die Bremer Stadtmusikanten. Unten sitzt einer in der Mitte und ganz oben sitzt auch einer drauf. Das ist bescheuert. Das ist so geil irgendwo. So, das ist Kampfanimation. Das ist, Ah! Gott! Jo, danke. Okay. Lass uns erstmal schnell mal hier runter. Dann mal, innansichtig und, Danke. Es war jetzt nicht so geplant. So, was brauche ich hier? Einmal das da, okay. Dann rennen wir mal mit denen. Boah, kann man machen. Yeah! So, kann ich sagen, dass der einfach hier stehen bleiben soll oder so? Mal gucken. Change Targeting Medium. Wandering enabled. Disable Wandering. Ist das jetzt aus oder was? Ist es jetzt aus, wenn es da steht Enable Wandering? Oder ist es aus, wenn da steht Disable Wandering?
Ich schätze mal, das wird so sein. Disable Following. Okay, er folgt mir nicht. Dann ist es so richtig. Genau. Enable und da müsste dann auch dann Enable stehen. Okay, dann ist das in Ordnung. Dann wandert er nicht, bleibt da stehen. Hätte das alles aus, ja? Ja, oder? Enable, Enable, ja, okay, passt, passt, passt. Jo. Ist schon in Ordnung. So, dann wollen wir mal gleich wieder kochen, wa? Access sowieso. Da ist kein Holz mehr drin. Light Fire und alle 11. Danke sehr. Ja, so langsam kommen wir ja echt voran. Von den ersten paar Sterbereien bin ich jetzt eine ganze Weile nicht tot gewesen. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. So, das heißt, wir werden mal hier mal ein bisschen Wooding. Woodpecker machen. Gott. Da sind nochmal Dodos. Da ist ein Skorpion, aber ich brauche das Holz. Oh Gott, ich hab Durst. Das ist ja echt geil. Okay, erstmal was zum Trinken besorgen. Also Durst zu haben ist nicht so lustig. Und wenn ich jetzt noch Wasser rausgehe? Jetzt funktioniert's. Versteh's nicht. Manchmal ein bisschen komisch. So, Health, Stamina, Damage, Fortitude. Was war denn Fortitude? Ich glaube, es war Aushalten gegen Umwelteinflüsse. Ne? Ja. Dann machen wir das auch mal ein bisschen was rein. Craften. Jetzt bin ich mal nochmal was anderes neu. Wir laufen ja hier noch sehr nackig rum. Nuggisch. Explore. Was ist denn das da? Ein Schlafteil. Stimmt, da wollten wir ja noch ein richtiges Bett bauen. Gut, dass ich mich dran erinnere irgendwie. Craft Item. Wir haben noch keine Klamotten zum Bauen, wa? Gut, müssten wir uns auch langsam mal drum kümmern. Also, noch Klamotten bauen. So, jetzt werden wir erstmal das Bett positionieren. Ich weiß gar nicht, ob man die Nacht dann damit überspringen kann. Müssen wir mal gleich sehen. Ja. So. Rename, Demolish, Fast Travel, Drop Items hier. Okay, das ist also nur wie in normalen Ark Survival, dass man eben damit eben ja, reisen kann. Gut, okay, wissen wir das auch. So, machen wir das mal weg. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal weiter Holz. Oder warte mal, in Gramme nachgucken wegen Klamotten. Da war das doch gewesen. Fight. Haben wir denn da die Klamotten drinne? Genau, Leder und sowieso. Also, mal lernen. You have to learn the pre-engams. Warte mal, pre-engams? Oh, hier. Ja. Die hatten wir jetzt nicht. So. Dann haben wir hier auch noch mal Pfeile und einen Bogen. Was sind das für übelste Geräusche hier? Du wieder hier, wa? Ja. Ich gehe dir irgendwann an der Wäsche, glaub mal. Das macht mich irgendwann noch mal irre hier. So, Klamotten. Warte mal, hier müsste ich hier mal ruf. Genau, da ist das. Das ist die Lederblase sowieso. Da brauche ich Leder ohne Ende. Also wir brauchen Leder ohne Ende. Und Fiber haben wir, Fiber haben wir. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal auf Jagd für Leder. Weiß ich natürlich nicht, wie gut der Female Patch hier ist. Schauen wir mal. Gott. Okay. Sehr schön.
Was machst du hier? Du sollst Cycle to passiv. Genau. Du sollst einfach mal passiv sein. Das begibst du dich ja in Gefahren rein, die du nicht kontrollieren kannst. Ja? Juh, da haben wir denn jetzt. Also fangen wir mal erstmal mit der Hose an. Wird gebaut. Und dann machen wir auch mal gleich die Schuhe. Wird gebaut. So, wir haben einmal Hose, einmal Schuhe. Charakterinfo, das heißt also einmal eine Hose, einmal Schuhe. Dann sind wir untenrum mal schon mal nicht so unbekleidet. So, was bist du? Du bist einfach ein Fioma Level 44. Das ist jetzt voll. Du Level 44 bist. Ich will einfach mal, dass du hier. Och, du grüne Neune. Der scheint ein bisschen heftiger zu sein. Nein, das ist nicht gut. Warte mal. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Der ist dann doch ein bisschen sehr arg. So, wir scheinen die Aggro los zu sein. Sehr gut. Ah, Mann. Oh. Danke sehr. Wow, der folgt mir immer noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er klemmt mir auch ein. Ich komme hier nicht raus. Bitte. Lauf, ich hab Knackenbruch. Das kann nicht wahr sein. Hilfe, meine Knochen. Ja. Na gut, wir sind glücklicherweise jetzt nicht weit weg vom Spawnpunkt, war davon mal abgesehen, aber trotzdem, ne? Oh Mann. So, dann werden wir einfach mal weiter kochen. Was ist denn das da? Ja, Dinosaurier-AA. Sah ein bisschen aus wie Schokolade, so von der Formgebung, ne? Ein bisschen komisch, aber naja. So, Access Inventory. Ja, kochen mal alle. Danke sehr. Und gib mal alle Tiere hier. Jo, passt schon. So, Gesundheit kommt langsam wieder rein. Können wir denn eigentlich wieder mittlerweile was craften? Schauen wir mal nach. Hose hatten wir, die Schuhe, Oberteil. Gott, da brauchen wir so einiges an Leder noch. Das ist ein Level 13er Patchy, den sollten wir doch schaffen. Das ist ein 13er Patchy, ja. Mein Patchy wurde getötet. Mensch, das arme Tierchen, ne? Ich habe kein Glück mit meinen Saurier. So, Handschuhe, Helm, ja, ich würde erstmal gerne auf das sparen. Einmal Leder noch. Der ist definitiv zu hoch. Der ist sowas von zu hoch. Nehmen wir den hier. Crafting. So, einmal das craften, danke. Okay, jetzt brauchen wir wie viel Leder noch? Da brauchen wir noch einiges. Und da brauchen wir auch noch einiges. Es ist so einiges, was wir noch brauchen. Oh Gott. Das hält ja keiner aus. Aber Maya Müller sieht schon mindestens schon mal wie eine Bikerbraut aus. Gott. Hat ein bisschen was von Zombie Survival, ja, die Klamotten. Ja, du gehst mich ja sehr auf den Derb, das weißt du hier, ja? Mann, 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 Mann.
Wenn ich ja da hier die Stacheln überall aufbaue, dann ist. Dann ist um dir geschehen, weißt du? So einfach ist das. So, dann war noch mal ein bisschen Miet. Level 4, das geht. Ja. Passt. Leder, Leder, Leder. Hier unter den, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt unter den hier kämpfen. Ich lasse mich außer den Schwanz erwische. Okay, geht. Oh ja. Aber ich sollte nochmal, hoppala, Inventory machen. Will mal das hier dahin machen, weil das verwendet man nicht so oft. Das ist ein bisschen einfacher zu erreichen. So, den haben wir. So, den haben wir auch. Dann haben wir da nochmal Holz. Sehr schön. Jetzt geht's hier richtig gut, ja. So. Passt. Da hätten wir noch was. Kleine Dodo-Jagd. Ja, die armen kleinen Dodos. Jetzt wissen wir, warum sie ausgestorben sind. Maya Müller ist schuld. Wir haben es alle gesehen. Ja, ja, die gute Maya Müller. Wenn es die armen Viecher sozusagen erwischt, ne? Oh, Holz wieder ohne Ende. Da haben wir einen Dodo. Hallo, Dodo. Ja, den hat's erwischt. Noch einer. Sehr schön. Ah, läuft. Und nochmal Leder. Passt. Sehr schön. Dahinter haben wir nochmal Bäume. Das schauen wir uns mal genauer an. Oh ja, hier sind noch einige Bäume. Was ist denn das für ein Riesenei? Triceratops. Ja, der wird ja bestimmt Jagd auf mich machen. Das wird bestimmt sein wie ein Ark Survival. Das brauche ich gar nicht ausprobieren, diese Blödheit. Ja. So, dann gehen wir mal wieder nach oben hier. Bäumchen. Ein Bäumchen ist ein Träumchen. It's a happy tree. Gab's doch mal irgendwie so eine verrückte Serie. Die hieß der Happy Tree Friends, ne? Gibt's das überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Ich habe die auch nie gesehen. Ich weiß nur, irgendwo habe ich mal diese Titelmelodie gehört. Das ist so eine ganz abgedrehte. Da meinte jemand zu mir, das ist von Happy Tree Friends. Das ist normal. Ich dann so, ja. Wenn das normal ist, dann werde ich mal nicht weiter nachfragen, ne? So, dann haben wir ja auch mal Bäumchen. Genau. Noch mehr Bäume. Hier müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Dodos rankriegen. Beziehungsweise haben wir dann eigentlich wieder mittlerweile genug Leder. Leder, 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 Leder. Für ein Helmchen. Ja. Und für die Handschuhe reicht's auch. We are complete. Sehr schön. Charakterinformation. Dann einmal der Helm. Sieht aus so wie ein Fliegerhelm. Die Haare gucken trotzdem noch durch. Und wir haben einmal die Handschuhe. Was ist das? Offhand. Ach, da könnte man das Schild hinklatschen. Jo, da könnte man das Schild hinklatschen. Ich guck mal nach, ob wir hier uns mal einfach mal so ein Schild bauen. Fight. Da haben wir Wooden Schild, Learn Engram. Haben wir gemacht. Dann gehen wir mal direkt da weiter aufs Crafting. Wo ist das Wooden Schild? Da ist das Wooden Schild. Craft Item. Dann gehen wir auf Charakterinfo. Und da haben wir es dann auch schon. Genau. Sieht aus wie eine kleine Ritterin. Ne? Questmanagement haben wir da noch nicht. Das ist soweit in Ordnung. Was haben wir denn hier dann noch? Müssen wir mal schauen. Guidepost. Note für Notizen. Ein Wooden Raft. Wir können hier auf Wasser. Da ist nochmal was zum Süffeln. Dann gibt es ein Candle-Hut, also ein Hut mit Beleuchtung.
Ballon Parachute. Use a Ballon Parachute sehr zu.